So, nach langem auf diesem Channel auch mal wieder meine Stimme zu hören. Ja, es hat sich einiges getan mit den Tieren und so weiter. Also zwischendurch habe ich immer wieder mal ein paar Sachen gezeigt und jetzt auch mal endlich mal tun. Ja, genau, im Hintergrund habt ihr einmal gesehen einen Kongo-Rosenkäfer, woran man sieht, dass es ein Männchen oder Weibchen ist. Eben an dieser Grube ist es Männchen ohne Weibchen. Ja, ich habe aktuell 14 Larven. Weitere sind in Arbeit praktisch. Gehalten werden die Käfer auf Flake Soil. Das ist so eine Mischung zwischen irgendeinem Humus und weißem Holz. Bei den Käferlarven habe ich zusätzlich weißes Holz beigemischt. Das Ganze, die Mischung ist auch schon vorfermentiert worden, also ein bisschen zersetzter. Und durch Gefriertrocknung Parasiten freigemacht worden. Obendrauf habe ich bei den Käfern und auch bei den Larven noch etwas Laub gelegt und gefüttert werden die Käfer mit Banane. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte sie davor nur in einem kleinen Terrarium, weil ich nicht gedacht habe, dass sie sich vermehren. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und habe dann irgendwann die erste Larve gesehen, daraufhin eben umgebaut. Ja. Da in dem einen Video mit Larven sieht man auch, wie Larven so aussehen. Ja, bin mal gespannt, wann sie schlüpfen. Eine ist schon ziemlich groß, die sollte sich dann hoffentlich in nächster Zeit verpuppen. Und dann werden noch ein paar Folgen. Dann habe ich auch in der Zwischenzeit schon ein Terrarium vorbereitet für die Männchen, dass man Männchen und Weibchen trennen kann. Falls es dann irgendwann doch wirklich eskaliert, ja. Sehen wir mal, wie es so rangeht. So Luftfeuchtigkeit, ja, ich habe es ja ungefähr so bei 60-70%. Ich tue täglich reinsprühen und gucken, dass das Bodensubstrat ein bisschen feucht ist. Die Käfer sind sehr interessante Tiere. Es gibt Phasen, da verstecken sie sich, dann gibt es aber auch Phasen, wo sie aktiv durch das Terrarium klettern, zwischendurch auch Flugversuche unternehmen. Die beiden Käfer haben ungefähr knappe 30 cm noch frei nach oben, nachdem sie aus der Erde geklettert sind, praktisch die Erde ist im Terrarium ungefähr 10 cm hoch. Ja, die Flugversuche, auch wenn man sie mal draußen fliegen lässt, sind sehr unbeholfen und enden nach ungefähr 1 Meter bis 1,5 Meter in einem Absturz, woraufhin die Käfer sich dann meistens auf dem Rücken durch die etwas drehen und dann wieder auf die Beine aufrappeln und davonlaufen. Ja, ich hatte sie mal in einem kleinen Zoo gesehen, in einem größeren Terrarium. Da sind die dann auch teilweise eben kurze Strecken geflogen, bis dann eben der unvermeidliche Absturz kam. Weswegen ich jetzt sagen würde, okay, wenn sie genug Platz haben zu fliegen, ist gut. Muss aber jetzt nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach, dass eher, würde ich jetzt mal sagen, auch zu verletzen. Weil es das Verletzungsrisiko gibt, wenn sie natürlich öfters abstürzen, wodurch sie dann früher versterben könnten. Ja, das habe ich dann bei mir vermieden. Ich habe dafür einiges an Ästen reingetan, aber trotzdem eben ein bisschen Freiraum gelassen, falls sie ein bisschen fliegen wollten, dass sie nicht gleich wohl dagegen fliegen. Ja, also das große Terrarium ist eher kein Terrarium, sondern eine Faunabox. Da ich über, wo ich nachgelesen habe, eben gesehen habe, dass die Lüftung nicht so wichtig ist und bei Standardterrarium eben nicht so hoch Erde einfüllen kann. Ich könnte jetzt bei meinem noch mehr Erde einfüllen, um die Erdhöhe zu erhöhen, falls es immer nötig sein sollte. Das Terrarium hat ungefähr die Maße 37 und breit, 27 tief, 25 tief und knapp 30 hoch oder 40 hoch. Und ja, ist damit eine doch sehr große Fauna-Box. Ich habe einiges an Lüftungsschlitzen noch zugeklebt, dass eben auch nicht so viel Feuchtigkeit entweichen kann, dass die Feuchtigkeit eben gut bleibt, dass man nicht allzu oft sprühen muss, da natürlich das Risiko besteht, dass potenziell Pfannenlarven sonst irgendwie ertrinken könnten. Ja, dann wären wir schon durch, bis zum nächsten Mal.